Es ist Osterzeit. Wir bringen die Freude aus der Matthias-Claudius-Kirche wieder zu euch. Pastorin Marlies Höhne, Kirchenmusiker David Fodor und die Sängerin Gerlind Wöhe. Wir freuen uns an dem Licht, in dem Jesus Christus in die Welt kam und auf unserem Weg leuchtet. Dafür steht die gottesdienstliche Farbe Weiß und auch die Osterkerze. Bei einer Taufe zünden wir die Taufkerze eines Täuflings an ihr an, zum Zeichen, dass Jesus Christus das Licht im Leben dieses Menschen ist. Was die Taufe mit Ostern zu tun hat, erfahren wir beim Evangelisten Matthäus. So ging die Geschichte weiter. Die Frauen verließen das Grab und begegneten Jesus, dem Auferstandenen. Er schickte sie schließlich zu den Jüngern, um ihnen zu sagen, sie sollen nach Galiläa gehen, dort würden sie ihn sehen. So steht im Evangelium im 28. Kapitel. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Ein Fisch. Wenn man das griechische Wort für Fisch, Ichthys, in besonderer Weise buchstabiert, hat man übersetzt ein kurz gefasstes Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, meinen Erlöser. Getauft, nur Erwachsene. Sie bekamen dann weiße Taufgewänder an. In der darauffolgenden Woche trugen sie diese und feierten auch den Gottesdienst am nächsten Sonntag noch einmal in diesen Kleidern. Dann legten sie sie ab. Deshalb heißt dieser Sonntag auch Weißer Sonntag. Heute taufen wir eher kleine Kinder, auch mal Erwachsene oder Konfirmandinnen und Konfirmanden vor ihrer Konfirmation. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal das Konfi-Camp mit begleiten durfte und in der Ostsee getauft habe, da kam ich mir vor wie zu Zeiten der alten Kirche. Wir hatten herrlichstes Wetter und einige Konfis wollten untertauchen mit dem Kopf unter Wasser.
Sie haben damit nachvollzogen, was die Taufe bedeutet. Untertauchen, mit Jesus sterben. Wieder auftauchen, mit Jesus auferstehen, zu neuem Leben. Alle Sünden sind abgewaschen. Aber wir kennen uns Menschen. Die Taufe garantiert nicht, dass wir jetzt ohne Fehler sind und alles richtig machen. Wir können auch wieder auf einen falschen Weg geraten, von dem wir uns aber abkehren können. Das sagt uns die Taufe. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Gott hat uns Vergebung zugesagt und die gilt. Und auch das sagt uns die Taufe. Vielleicht sind wir im Moment sehr allein und leiden unter der Einsamkeit. Wir sind es nicht. Eine Konfirmandin hat sich bei ihrer Taufe auf Fehmarn als Taufspruch den letzten Vers aus dem sogenannten Taufbefehl Jesu ausgesucht, in einer anderen Übersetzung. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis ans Ende dieser Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.